Hallo meine durchgeknallten Otakus. Ja, endlich habe ich sie. Mela Superstar Luxury Edition Band 1. Was gefühlt unendlich lange gewartet hat seit der Ankündigung und ich kann es noch kaum glauben, der Manga von Chikako Urano, den ich seit der Kindheit quasi warte, weil es ja mein allererster Anime war. Hier oben ist auch so ein Sticker drauf. Der Anime zum Manga erscheint bei KSM Anime, also da haben sie irgendwie nochmal eine Kooperation gemacht mit KSM. KSM hat auch jetzt extra passend zu diesem Manga-Release auch nochmal eine Komplettbox rausgebracht im Design dieser Manga-Edition, was ich ganz cool finde. Also auch mit diesem roten Hintergrund, mit diesem rot-weißen. Und ihr seht hier, das könnte tatsächlich ein Rückenbild werden. Also ich denke, mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit, weil das hier so aussieht wie der Anfang von einem Rückenbild. Was ich auch cool finde von EMA. Also ihr seht, der Band ist ziemlich fett. Ich glaube, ein 3-in-1 Band ist das, ne? Und ja, kostet dementsprechend 25 Euro. Slice of Life Genre haben sie es eingeordnet. Ich lese einfach mal gerade die Beschreibung vor. In ihrem zweiten Jahr der Mittelschule zieht Mila von Tokio in die Kleinstadt Fujimi und hat Schwierigkeiten, sich in der neuen Umgebung einzuleben. Als ihre Mitschülerinnen erfahren, dass sie an ihrer früheren Schule ein echter Volleyballstar war, gerät sie in einen Streit mit den Spielerinnen des Fujimi Volleyballteams und beschließt, sie wird ihre eigene Mannschaft gründen und in nur einem Monat das Schulteam besiegen. Die Manga-Vorlage zum Anime-Klassiker endlich in einer vierbändigen Luxusausgabe. Ja. Tatsächlich könnte ich mich mal wieder über Amazon auslassen und aufregen, weil ich hatte den Band bei Amazon vorbestellt und hatte mal wieder nichts als Ärger mit diesem Drecksverein. Muss ich ja mal ganz ehrlich sagen. Also es fing schon damit an, dass meine Zahlungsart nicht akzeptiert wurde und ich quasi von Amazon dazu gezwungen wurde, mit einem Geschenkgutschein halt von meinem Geburtstag stattdessen zu bezahlen, statt einfach per Bankeinzug. Damit ging es quasi schon los. Erstens mal, die Bestellung lag da schon eine Weile zurück. Und zweitens mal, bis der Band erscheint, hätte es auch noch ein paar Monate gedauert. Also keine Ahnung, warum sie dann irgendwann so zwischen verschicken oder dass der überhaupt rauskommt, der Band, und dass ich ihn bestellt habe, auf die Idee kommen, ey, lass mal random seine Zahlungsart jetzt einfach nicht akzeptieren. So, das fand ich total merkwürdig und kann mir jetzt halt auch nicht erklären, was da immer für einen Irrsinn abgeht bei denen. Also diese mangelnde Transparenz ist natürlich auch was, was mir gerade echt auf den Keks geht. Und jetzt war es tatsächlich so, ich habe mitgekriegt, im Comicforum haben schon Leute lamentiert, dass... Na toll. Ich hoffe, das Brummen hört man jetzt nicht im Hintergrund. Muss ja immer sein, dass die Nachbarn anfangen, Krach zu machen, wenn man Videos aufnehmen will. Hat schon jemand lamentiert, dass das Papier viel zu dünn wäre und man halt die Seiten, also durch die Seiten durchsieht. Also man kann quasi schon sehen, was auf der anderen Seite, was auf der nächsten Seite zu sehen ist. Konnte man das jetzt verstehen, die Erklärung? Naja, auf jeden Fall, da habe ich dann direkt so gemeint, hä, wieso hast du den Band schon? Der kommt doch erst am 5.11. raus. Ja, in den Buchläden, in den Comicläden haben die teilweise schon ausliegen. Und dann habe ich mal geguckt bei Amazon, was mein Bestellstatus macht. Und da stand, dass der erst am 11.11. bei mir ankommen soll. Wo ich gedacht habe, das ist doch überhaupt nicht einzusehen, wenn der Band am 5.11. offiziell erscheint. Manche hatten den schon am 1.11. Und ich soll jetzt noch 11 Tage länger warten. Also am Arsch. Am Arsch ist Duster. Hab das direkt storniert. Hab auch jetzt meinen Geschenkgutschein dadurch auch wieder zurück. Und hab's dann bei Thalia bestellt. Und der kam innerhalb von 2 Tagen, ja? Also Amazon, so geht es auch. Ich habe aber auch mit jemandem gesprochen, der Amazon Prime hat. Ich habe halt kein Prime mehr. Und der hat gemeint, bei ihm ging das aber auch schnell mit dem Versand. Und auch denk so, ist das halt Absicht von Amazon? Machen die das jetzt ernsthaft? Absichtlich so, dass Nicht-Prime-Kunden länger warten müssen auf die Produkte, also absichtlich länger man die warten lässt. Klar, wenn ich jetzt Prime-Kunde bin, bekomme ich es halt schneller zugesendet, aber ob das jetzt 1-2 Tage sind, da sage ich ja nichts zu, aber hier geht es ja wirklich um über eine Woche, die man als Nicht-Prime-Kunde dann länger warten muss, und das, finde ich, kann man überhaupt nicht rechtfertigen von der Seite von Amazon aus. Oh nein, oh, seht ihr das? Das sieht ja furchtbar aus hier unten, das.
Das hat man vorher gar nicht gesehen, als es noch eingeschweißt war. Lea ist halt immer noch bei mir. Sie wollte halt nur. Ja. Sie wollte halt nur sich nicht beteiligen an dem Video. Weil sie die Serie halt zwar geguckt hat als Kind auch, aber sich halt nicht mehr gut erinnern kann an den Anime. Deshalb wollte sie dann nur zugucken und halt nichts dazu sagen. Ja. Aber es ist komischerweise immer mit den EMA-Titeln so ein Zirkus bei Amazon. Dass die immer so ultra spät erst verschickt werden und erst bei denen kommen oder was weiß ich, was da los ist. Das hatte ich nämlich auch mal bei einem Cardcaptor Sakura Clearcard Arc Band. Da war der schon 2 Wochen draußen. Also ich wusste, dass die Kim den schon seit 2 Wochen hatte. Und hab den dann irgendwann im Bahnhofskiosk gesehen und hab den dann einfach mir gekauft, weil ich mir gedacht habe, okay, dann hast du den wahrscheinlich noch nicht vorbestellt bei Amazon. Und dann kam der tatsächlich ein paar Tage später noch bei mir an. Den habe ich dann auch zurückgeschickt mit der Begründung, kam halt zu spät, also kam nicht rechtzeitig, weil kann doch nicht sein, dass man die Bände erst 2 Wochen, nachdem sie erschienen sind und schon lange in den Läden ausliegen, bekommt. Also, ja, ich merke schon, also das Papier ist wirklich extrem dünn, es ist kein besonders hochwertiges Papier. Also hier seht ihr das auch schon, dass man schon direkt sieht, was auf der anderen Seite zu sehen ist. Ich glaube, das sieht man sogar im Video ganz gut. Ja, also ich verstehe genau, was gemeint ist. Und ich finde, das riecht auch nicht besonders geil, das Papier. Es riecht irgendwie so alt. Ja, es riecht echt ein bisschen komisch. Ich habe mir normal so einen frischen Duft, wenn man sie gerade auspackt, aber das riecht wirklich so alt. Als hätte es lange in der Bibliothek rumgelegen. Ja, man hat hier irgendwie so ein Bibelpapier genommen. Wisst ihr, was ich meine? Papyrus? Ja. Nee, wie heißt das nochmal? Pergamentpapier? Diese dünnen Bibelseiten halt. Kennt ihr ja. Die sind ja auch fast durchsichtig. So kommt mir das fast vor. Es ist ein bisschen dicker als Bibelseiten, aber nur ein bisschen. Ich meine, ich sitze hier drüben und ich kann schon da ganz oben sehen, was auf der nächsten Seite ist. Da, wo weiß ist. Ja. So, da steht nur, dass die Personen und Handlung frei erfunden sind. Okay, ja. Ja, Farbseiten hat man hier wohl auch keine zu erwarten. Also die Kritik in dem Comicforum war definitiv gerechtfertigt. Mhm. Der Witz bei der Sache ist vor allen Dingen, sie haben ja auch eine Leseprobe von Mila rausgebracht und die war auf hochwertigerem Papier als der eigentliche Band. Weil das war wirklich dickes Hochglanzpapier, durch das man nicht durchsehen konnte. Dieser Moment, wenn die Leseprobe hochwertiger ist als das tatsächliche Papier, was sie genommen haben. Mir sind tatsächlich schon ein paar Unterschiede zum Anime aufgefallen, direkt am Anfang. Und zwar haben sie Mila hier richtig fertig gemacht. Und im Anime in der ersten Folge war das gar nicht so. Da konnte sie alle Bälle annehmen, die sie auf sie draufgeschmissen haben. Und konnte sogar ihnen einen Aufschlag entgegenpfeffern. Da sind sie sogar schon am Trainieren. Die Leseprobe ging bis... bis hierhin ungefähr. Kommt das hin? Ich finde das immer voll irritierend, wenn man die Rückseite sehen kann. Ja, hier ist, finde ich es vor allem richtig schlimm. Mhm. Also wo man Milas Gesicht halt sieht. Und dann einfach diesen Balken vom Panel auf der nächsten Seite so mitten im Gesicht sieht. Also das ist wirklich nicht schön gemacht von EMA. Weiß nicht, fragt man sich, was sie sich dabei gedacht haben. Wahrscheinlich gar nichts. Dadurch wirkt das Gesicht auch so faltig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ja. Aber es hätte man da mit dem Bleistift so draufgekritzelt und wegradiert. Also, da hast du eben gesehen? Hier, das eine Bild. Ja. Schau dir das mal an. Also Luxury kann man das wirklich nicht nennen, EMA. Ein Vorteil hat es tatsächlich. Ich finde, das ist halt immer so der Nachteil bei so Hardcover-Ausgaben und Sammelbänden und so,
dass man das Gefühl hat, einem brechen irgendwann die Handgelenke ab, wenn man die so hält die ganze Zeit. Aber ich finde, dafür, dass die so viele Seiten hat, der Band, ist der halt auch relativ leicht. Also es ist mir sofort aufgefallen, als ich den ausgepackt habe, positiv, dass es halt nicht so ein schwerer Schinken ist, sondern dass der halt wirklich ziemlich leicht ist, der Band. Ja, dürfte halt so in etwa die Story sein der ersten paar Bände. Da haben sie es tatsächlich geschafft. Ist jetzt kein großer Spoiler, also wir sind bei Folge 3 ungefähr, ja, von 104 insgesamt. Ah, Midori taucht zum ersten Mal auf. Und Mila sieht tatsächlich anders aus als im Anime. Weil im Anime hat sie ja ihren ikonischen Pferdeschwanz und hier hat sie stattdessen diese zwei Zöpfe an den Seiten. Aber ich glaube, sie wechselt im Laufe der Manga-Reihe noch öfters ihre Frisur. Also ich hätte sie nicht erkannt, wenn ich nicht wüsste, dass es Mila ist. Aber so, ich hatte es mir ehrlich gesagt schlimmer vorgestellt, also der Zeichenstil, weil klar, es ist ein 60er-Jahre-Manga und so, aber die Leseprobe las sich ziemlich gut, also die habe ich wirklich verschlungen innerhalb kürzester Zeit. Also, ich glaube, ich werde hier nicht so große Probleme haben mit dem Lesen und so. Wenn ich mir den Manga durchlese, werde ich mir auf jeden Fall parallel den Anime nochmal ab Folge 1 anschauen. Ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Und dann ist natürlich interessant zu gucken, was genau die Unterschiede sind. Ich hätte auch jetzt hier Herrn Hongo überhaupt nicht erkannt. Der hat ja auch eine ganz andere Frisur im Manga, irgendwie viel kürzere Haare. Ja, da hatten sie ja auch anfangs ein bisschen Probleme, sich an ihn als Trainer zu gewöhnen. Mal gespannt, ob man merkt, an welcher Stelle Band 1 aufhört und Band 2 anfängt. Aber Shoujo-Mangas sind ja auch oft dünner als Shonen-Mangas, ne? Also könnte sein, dass wir hier schon im zweiten Band drin sind, tatsächlich. Also ihr seht, die Spiele sind halt auch sehr schnell abgehandelt, immer. Immer so auf 3 bis 4 Seiten. Haben sie da Herrn Hongo hochleben lassen, tatsächlich. Half-Seiten hat der ganze Band bisher gar nicht, oder? Nee. Aber man sieht ja auch hier ganz am Anfang, das war auch nie in Farbe, weißt du? Mhm. Deswegen, also kann halt wirklich sein, dass damals halt das gar nicht so üblich war mit Farbseiten oder keine Ahnung. Vielleicht erst im späteren Kapitel, als das Ding schon ein bisschen mehr Erfolg hatte. Weil da gab es ja auch keine Kapitel da ganz am Anfang. Stimmt, es gibt gar keine. Kapitel aufgelistet sind und ja. Es gibt gar keine Kapitelunterteilung. Und die Cover für die einzelnen Kapitel gibt's auch nicht. Es geht alles nahtlos ineinander über irgendwie. So wie bei Clamp-Mangas. Das ist auch oft so. Das Gesicht. So sah es aus, wenn man in den 60er Jahren sauer war. Geil. Na, da hat sie jetzt eigentlich mal ihren typischen Pferdeschwanz. Stimmt, da hat sie ihre Frisur geändert. Wann war das? Ist mir gar nicht aufgefallen. Das hat sie jetzt schon vor langer Zeit. Hey, wieso ist mir das nicht aufgefallen? Ach da, da hat sie die Frisur gewechselt in dem Dreh. So, Ende Band 1, Band 2 mit neuer Frisur. Kann sogar sein. Also im Esstisch hatte sie die Frisur jetzt schon.